Hey, ich habe einen an der Angel. Oh, tut mir echt leid, Loretta. Hey, kriege ich meinen Fisch zurück? Ach, da wirst du schon in die Sofaritze greifen müssen. Naja, ich kann nicht einfach in die... Du bist die Frau meines besten Freundes. Sofaritze, das schön. Ja, schön tief reingreifen. Zeig dem Fischlein, wer hier der Boss ist. Loretta, hier gibt's den Salat mit den drei Bohnensorten, den du so magst. Hallo, Quagmire. Tja, wir sollten das mal wiederholen. Du bestimmst Zeit und Ort, mein kleiner Angelhaken. Du hast... Hey, hörst du das? Was? Ich glaube, da schreit jemand. Was ist denn? Was willst du mir sagen? Ich glaube, da schreit Loretta. Ärger bei der alten Mühle? Hast du sie noch alle? Ist jemand im Eis eingebrochen? Es ist Sommer. Halt Brand? Wow, 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 wow. Loretta ist in Schwierigkeiten. Na komm schon! Peter Griffin, vorübergehend suspendierter Lebensretter. Ach du heilige Scheiße. Wir sollten gehen. Mann, das war echt peinlich, hä? Wir haben Loretta und Cleveland beim Sex gestört. Peter, das war nicht... Ehrlich, für so einen fetten, schwarzen Kerl hat Cleveland einen süßen, kleinen, weißen Arsch. Das war nicht Cleveland, sondern irgendein Weißer. Was war das? Halt die Klappe und gieß noch ein bisschen Sahne in den Kaffee. Hey, sieh mich an, ich bin Quagmire. Ich hatte Sex mit deiner Frau. Du kannst ihn wirklich perfekt imitieren. Peter, was zum Teufel machst du da? Ich bin nicht Peter, sondern Quagmire und ich treib's mit dir, Loretta. Was soll das? Ja, hey, das? Ja, ja, viel besser als Cleveland. Deine verdammten Pfoten, du bist ein bisschen schmutzig, oder? Was machst du da? Was ist das in deiner Hosentasche? Was du brauchst. Hilfe! Ja, ja. Hey, Glenn Quagmire, du bist ein toter Mann. Ganz ruhig, ganz locker, Cleveland. Ich werde Quagmire umbringen. Oh Gott, du hyperventilierst. Chris, gib mir eine Tüte. Okay, schön in die Tüte atmen, das wird dich beruhigen. Peter, ich bin nicht sicher, nicht ob jetzt, das Lois. Oh, oh, okay, okay, Cleveland. Cleveland, ruhig, 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 ruhig. So ist es gut. So ist es gut. Okay, alles gut. Alles gut. Es wird alles wieder gut. Peter, du musst ihm erste Hilfe leisten. Keine Zeit, Lois. Ich muss Quagmire warnen, solange ich die Chance habe. Schnell zum Peter Copter! Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Oh, Peter, was ist hier los? Joe, Joe, zurück ins Haus, oh der Hund dreht sich noch. Joe, oh, du musst wieder zurück ins Haus. Zurück ins Haus. Oh nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Oh, Joe, oh. Es tut mir leid, Kumpel. Ist schon oh Mann, gut. Alles in Ordnung? Geht's dir gut? Schon okay, es geht oh, mir Mann, gut. Es oh, geht uns allen gut. Das war wirklich krass. Oh, hey Cleveland, ich hinterlasse dir gerade eine Nachricht. Du hast es gewagt, das Heiligtum meiner Ehe zu schänden. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie es wissen. Das ist ja grauenvoll. Jemand muss sie aufhalten. Tut doch irgendwas! Ausgezeichnet. Möge der Hass mit dir sein. Das hilft uns nicht. Oh, ich kann es nicht tun. Ich bin einfach nicht in der Lage, jemandem Schmerz zuzufügen, ganz egal, wie viel Schmerz er mir zugefügt hat. Es tut mir leid, Cleveland. Cleveland, ich glaube, diese höchst attraktive Frau hat dir etwas zu sagen. Du hast gesagt, dass Lois zwischen uns vermitteln will. Sehr schön. Cleveland? Loretta, was du mir angetan hast, ist unverzeihlich. Hiermit ist unsere Ehe beendet. Tja, soll mir recht sein, Cleveland. Ich habe es nämlich satt, deine Frau zu sein. Und ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich verdiene was Besseres als dich. Ach, sieh dir das an, Lois. Das ist ja noch romantischer als das Ende von Titanic.